So, hallo, servus und herzlich willkommen hier, wo der Winter zu Hause ist. Ich war gerade in Würzburg, musste was erledigen und da dachte ich mir, da Winterhausen nicht weit von Würzburg entfernt ist und ich noch ein bisschen Zeit habe, zeige ich euch schnell, wo der Winter zu Hause ist. Nämlich hier in Winterhausen, wie der Name schon sagt. Und die 185 520, die für EVB Logistik beschriftet ist, fährt diesen Holzzug, der für die Schweiger Holzindustrie Wagen hat, oder von der Schweiger Holzindustrie, hat in Richtung Ochsenfurt. Der Bahnhof Winterhausen liegt ja an der Strecke zwischen Würzburg und Ansbach. Und ja, sieht normalerweise nur zwei Fernverkehrszüge am Tag und hat ansonsten nur den Nahverkehr in Richtung Würzburg und in Richtung Treuchtlingen mit Ausreisern bis Marktbreit zu bieten und natürlich den Güterverkehr, wie eben schon gesehen. An Fernverkehr kommt hier normalerweise nur der Intercity 2083 und 2082 durch. Das ist Hamburg-Berchtesgaden bzw. die Gegenrichtung mit Zugteil von und nach Oberstdorf, der ja in Augsburg geflügelt wird. Jetzt sind in beide Richtungen Durchfahrten gestellt. Das ist der Blick in Richtung Würzburg. Dort vorne steht am rechten Gleis, also dem durchgehenden Hauptgleis in Richtung Würzburg, Signalbild KS1. Das ist für die Regionalbahn, die da gerade in den Bahnhof reingefahren kommt. Ein Quietschi, also ein Baureihe 425 Derivat. Früher, als ich noch in der Ausbildung war in Würzburg, da sind die Regionalbahnen von und nach Treuchtlingen mit Loks der Baureihe 141 gefahren und den obligatorischen Silberlingen mit dem Karlsruher Steuerwagen dran. Und von Würzburg her kommt jetzt in voller Fahrt ein Güterzug mit einer Trax 2 Pfannen dran. Ja, und jetzt in der Neuzeit, also im Jahre 2022, wird hier der Nahverkehr von diesen Quietschis, also den Baureihe 425 Derivaten und der Baureihe 440 bestritten. Wenn man sich hier die Gleisnummerierung anschaut, scheint der Bahnhof früher mal größer geworden zu sein, denn das durchgehende Hauptgleis in Richtung Ansbach, das ist hier das Gleis 4, dann das durchgehende Hauptgleis in Richtung Würzburg, das ist das Gleis 2. Ich hatte auch irgendwo eine Nummer gesehen gehabt, da drüben vorm Empfangsgebäude hängt sie. Das heißt, das Gleis 1, das fehlt hier. Dieses Gleis 1 scheint wohl bei irgendeiner Umbaumaßnahme mal zurückgebaut worden zu sein. Und ich behaupte auch fast, wenn ich mir die Gleislage von diesem Bahnhof hier so anschaue, dass der Bahnsteig Gleis 4, auf dem ich jetzt stehe, früher mal das Überholgleis gewesen ist. Und diese beiden Gleise da drüben, die durchgehenden Hauptgleise gewesen sind. Und an der Bahnsteigunterführung ist unten im Beton, wo es die Treppe runter geht, die Jahreszahl 1999 eingegossen. Deswegen schieße ich jetzt mal ins Blaue rein,
dass dort in 1999 ein größerer Umbau hier im Bahnhof stattgefunden hat. Man hat hier dieses Gleis 4 vor meinen Füßen so verändert, dass das Gleis 4 das durchgehende Hauptgleis in Richtung Ansbach ist. Und dieses Gleis 2, das ist, denke ich, geblieben. Und dann ist das Gleis, an dem dieser Indusi-Magnet liegt, wahrscheinlich das Gleis 3. Und dann hat man den Bahnhof so umgebaut, dass die jetzt Außengleise 2 und 4 mit Streckengeschwindigkeit zu durchfahren sind, weil sie beide einen Bahnsteig haben. Und ich denke mal, dass dort in der Mitte zwischen den Gleisen 4 und 3, wo jetzt diese Brachfläche ist, dass da früher ein Bahnsteig war. Und dann schieße ich weiter ins Blaue, dass es hier einen höhengleichen Überweg gegeben hat, übers Gleis drüber, der vom Fahrdienstleiter, der wahrscheinlich in Personalunion die örtliche Aufsicht gestellt hat, gesichert worden ist. Das heißt, wenn ein Zug hier in Richtung Ansbach eingefahren ist und gehalten hat, dann hat der Fahrdienstleiter wahrscheinlich eine Kette aufgemacht, um die Leute rüber an den Hausbahnsteig zu lassen. Das kann jetzt natürlich sein, dass ich falsch liege. Wenn, dann liegt es daran, dass ich die Örtlichkeit nur so kenne, wie sie jetzt ist. Ich bin zwar in früheren Jahren hier mal durchgefahren, aber das ist alles schon so lange her und da habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Was man jetzt hier vorne sieht, sind 3 Vorsignalwiederholer. Die Wiederholer machen sich kenntlich dadurch, dass keine Vorsignalbarken da sind, also diese senkrechten Rechtecke mit dem schwarzen Rand und den schrägen Streifen im unteren Teil drauf, 3-2-1 Streifen, und dann fehlt die NE2-Tafel, also diese Tafel mit dem X drauf, die das Vorsignal als Vorsignal kenntlich machen würde. Und jeder, der schon ein bisschen länger sich mit der Eisenbahn beschäftigt hat, erkennt auch durch den Abstand zwischen dem Vorsignal, also in dem Fall dem Vorsignalwiederholer, und dem Hauptsignal LEN dort hinten, dass es nur Wiederholer sein können, denn das würde als Bremsweg niemals nicht ausreichen. Am Hauptsignal links, also Gleis 2 in Richtung Ansbach, da hängt unter dem Hauptsignalschirm noch ein Blechschild ZS6, also der Gleiswechselanzeiger. Das heißt, der Zug, der dort drüben in diesem Gleis 2 in Richtung Ansbach ausfährt, der kann zwingend nur ins Gleis gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung, also ins Gegengleis, ins linke Streckengleis gelassen werden, da dort keine Weiche mehr ist, um den überzuleiten. So, da haben wir eine Trax 3 von Railpool mit Kesseln im Schlepp. Die UN-Nummer auf den Kesseln lautet 301202. Und ich konnte leider nicht identifizieren, ob voll oder leer. Aber 1202 ist ja die UN-Nummer für leichtes Heizöl bzw. Dieselkraftstoff. Der tut also was dafür, dass die Leute an der Tanke entweder was zum Zapfen fürs Auto haben, beziehungsweise dass die Leute mit der Ölheizung nicht im Kalten sitzen müssen und frieren müssen. Ja, dort vorne an der Ausfahrt in Richtung Würzburg, da ist im Gleis 3, also in diesem mittigen Gleis, auf dem haltzeigenden Hauptsignal obendrauf auch noch eine Blechtafel, ein ZS3, ein Geschwindigkeitsanzeiger. Und dieses ZS3, dieser Geschwindigkeitsanzeiger, schaut genauso aus wie an dem Ausfahrsignal vom Gleis 2 in Richtung Ochsenfurt-Ansbach, nämlich schwarzes Dreieck, weiße 6, weißer Rand. Und das sagt dem Lokführer, an diesem Signal darfst du durch den anschließenden Weichenbereich mit maximal 60 km/h durchfahren. Oh, hier im Gleis 4 ist schon wieder eine Durchfahrt in Richtung Ochsenfurt-Ansbach gestellt worden. Drehe ich mich doch mal um und guck mal, was da kommt. Ja, woher weiß denn eigentlich unser Lokführer, wie weit so eine Geschwindigkeitsrestriktion gilt? Da gibt es die Definition vom anschließenden Weichenbereich.
Der anschließende Weichenbereich sagt, wenn du auf einem Einfahr- oder Zwischensignal gefahren bist, gilt der, bis die Zuglänge am nächsten Hauptsignal vorbeigefahren ist. Wenn du auf ein Ausfahrsignal gefahren bist, gilt die Geschwindigkeitsrestriktion, bis du den anschließenden Weichenbereich, also die letzte Achse im Fahrweg, befahren hast. Und wenn du ansonsten einfach nur eine Heraufsignalisierung, also eine Geschwindigkeitserhöhung hattest, dann gilt diese auch erst, wenn du mit der letzten Achse an diesem Punkt vorbei bist, ab dem du schneller fahren darfst. Nur, wie weiß der Lokführer denn, wann der mit seiner letzten Achse von seinem Zug an diesem Punkt vorbei ist, ab dem er schneller fahren darf? Das ist ganz einfach. Schaut mal dann über in Richtung Empfangsgebäude. Da hängt eine Hektometertafel, auf der steht 126,2. Der Lokführer hat eine Unterlage auf seinem Führertisch, die nennt sich Bremszettel. Da drinnen sieht er, wie lang sein Zug ist, beziehungsweise bei Triebzügen ist es auch ein Dauerbremszettel. Das heißt, er weiß, wie lang sein Zug ist, und in seiner Anzeige vom Fahrplan sieht er, ab welchem Hektometer entweder das Yen-Zeichen drin ist, um ihm zu sagen, wo am Ausfahrsignal das Ende des anschließenden Weichenbereichs ist, oder wo die Zwischensignale des Bahnhofs stehen, in welchem Hektometer, also in welchem Kilometer. Und da diese Hektometertafeln, ja, wie hier zu sehen ist, im 200 Meter Abstand entlang der Strecke stehen, ist der Lokführer ja kein Doofer. Das heißt, er guckt, ab wo darf ich schneller fahren, nämlich wie hier in diesem Falle ab 126,1. Da vorne ist 126,0. Da drüben ist 126,2. Und je nachdem, in welche Richtung das unser Lokführer dann fährt, nimmt die Kilometrierung ab, so wie hier, oder zu, so wie da. Dementsprechend rechnet unser Lokführer, habe ich jetzt den Zug, der 400 Meter lang ist und darf ab 126,1 140 fahren, rechne ich also 126,1 minus 400, dann bin ich bei 125,7. Eine Hektometertafel 125,7 gibt es nicht, weil die im 200 Meter Abstand voneinander stehen. Also, er ist ja ein Fuchs, unser Lokführer, wartet er bis 125,6. Und wenn er bei 125,6 vorbei ist, weiß er, dass sein Zugschluss, diese Geschwindigkeitserhöhung, also vielmehr das Ende der Geschwindigkeitsrestriktion, die ja vorher war, passiert hat. Und dann kann er entsprechend Leistung aufschalten, um die neue Geschwindigkeit zu erreichen. Alternativ, abhängig davon, was er für eine Lokomotive hat, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass er einen sogenannten Roadrunner eingebaut hat. Das ist nichts anderes wie ein Zuglängenzähler. Denn bei der Eingabe der Zugdaten in seine Zugsicherungsanlage im Führerraum der Lokomotive gibt er auch die Zuglänge, in der Regel auf 10 Meter gerundet, ein. Jetzt habe ich gerade gedacht, der Mensch da vorne latscht jetzt über die Gleise drüber, obwohl dort vor seiner Nase das Schild steht, Überschreiten der Gleise verboten. Gut, macht aber anscheinend nicht. Ja, ich war stehen geblieben beim Roadrunner. Er schaut also auch auf seinen Bremszettel, sieht, wie lange da als Zuglänge eingetragen ist, rechnet zur Sicherheit auf den nächsten vollen 10 Meter Schritt auf, gibt diese Zuglänge in sein Zugsicherungssystem ein, und dann ist auf dem Fahrschalter oben drauf nochmal ein SIFA-Knopf. Wenn man diesen SIFA-Knopf, wenn man einen Doppelklick macht, also mit dem Handballen zweimal kurz hintereinander drauf drückt, setzt man diesen Wegstreckenzähler in Gang. Und dann zählt die Lokomotive eben diese eingegebene Zuglänge ab. Und wenn diese, bleiben wir bei 400 Metern Zuglänge, wenn diese 400 Meter erreicht sind und abgefahren sind, dann macht es im Führerstand miep miep. So wie früher bei Roadrunner und Coyote, der Roadrunner immer gemacht hat, miep miep, miep miep. Und dann weiß der Lokführer, ich habe jetzt meine Zuglänge abgefahren. Und dann weiß er auch, dass der Zug draußen ist aus der Restriktion und kann Gas geben.
Dort am Gleis 2 ist an diesem LF7 mit der Kennziffer 14 noch ein Pfeil drauf, der nach links zeigt. Dieser Pfeil ordnet dieses LF7 dem linken Gleis zu, damit also zweifelsfrei erkennbar ist, zu welchem Gleis dieses LF7 gehört. Und an dem Vorsignalwiederholer im Gleis 2 ist nochmal als Formsignal angebracht das ZS3V, also diese Geschwindigkeitsanzeige als Formsignal, ZS3, wie es auf dem Ausfahrsignalgleis 2 draufsteht, weißer Rand, weiße Schrift, und als Wiederholer mit gelber Schrift und gelbem Rand. Ob die Spitze dabei übrigens nach unten zeigt oder zum Himmel, das ist eigentlich unerheblich. Die Bedeutung ist dieselbe. Nun, man versucht es eigentlich so rum zu machen, dass beim Voranzeiger die Spitze zum Boden zeigt und beim tatsächlichen Signal, ab dem die Geschwindigkeit anzuwenden ist, das Ganze zum Himmel zeigt. Dort drüben vor dem Empfangsgebäude, da steht noch ein Funkmast, der für den Zugfunk ist. Und was mir vorhin aufgefallen ist, als ich vom Gleis 4 dort rüber geschaut habe, sind diese schönen gusseisernen, weiß angestrichenen Rosetten oder wie auch immer man diese Teile nennt, die von den Stützbalken vom Vordach, wo die oben in den Querbalken reingehen, nach rechts und links rausgehen. Gefällt mir sehr gut, habe ich so noch nicht an vielen Bahnhöfen gesehen, ist aber ein schönes, nettes Deko-Element, was das Ganze ein bisschen auflockert. Schade ist es natürlich, dass der Bahnhof, der ja durchaus vorzeigbar ist, erscheint übrigens bewohnt zu sein in privater Hand und auch von jemandem, der sich ein bisschen mit Eisenbahn beschäftigt. Falls ihr euch jetzt seht, also hier das Film, falls ihr euer Haus hier seht, dann ein ganz großes Lob an euch, wie ihr diesen Bahnhof instand gehalten habt, hergerichtet habt. Der ist ein Schmuckstück, sieht man leider nicht so häufig. Ja, und von der Gleisseite aus, was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses Schmuckstück durch diese Lärmschutzwand leider gar nicht so gut sichtbar. Aber naja, gut, Lärmschutz ist halt auch irgendwo nicht ganz unwichtig, wobei ich finde, dass man Lärmschutzwände auch zum Teil aus anderen Materialien bauen könnte, als aus diesen gelochten Blechen mit diesem schallschluckenden Material zwischendrin. Also wie gesagt, ihr lieben Bewohner oder Eigentümer dieses Bahnhofes, falls ihr dieses Filmchen seht von eurem Bahnhof Winterhausen, dort wo der Winter wohnt, echt cool, der Bahnhof, gefällt mir. Und da kommt ein alter Bekannter von mir, den habe ich erst letzte Woche gesehen, als ich im Spessart unterwegs gewesen bin. Diejenigen von euch, die alle meine Filme schauen, ihr habt den dann auch gesehen. Das ist nämlich der Gaszug. Den ich letzte Woche im Spessart gesehen habe, und als ich letzte Woche im Spessart war, habe ich euch erzählt, den habe ich auf der Wendtalbahn schon gesehen, also scheint der verschiedene Laufwege zu haben, und alter Falter, hier haut es einem ja fast die Mütze vom Kopf bei dem Fahrtwind, den der hier durch hatte. Deswegen ist es auch immer gut, ein bisschen Abstand von der Bahnsteigkante zu halten. Eins wollte ich noch sagen, weil ich es mit Sicherheit in den Kommentaren lesen werde, dass sich irgendeiner dazu genötigt fühlt, herzuziehen, in welchem Zustand die DB ihre Bahnhöfe zum Teil den Reisenden anbietet. Dazu möchte ich nur mal ganz kurz ein Wort der Verteidigung zur DB und zum Zustand der Bahnhöfe sagen. Bei vielen Bahnhöfen ist es so, dass die irgendwann mal nach der Bahnreform 1994 veräußert worden sind. Also nicht mehr im Eigentum der DB stehen. Die haben dann irgendwelche windigen Geschäftsleute gekauft oder zum Teil auch die Kommunen. Und was die dann da zum Teil draus machen, das ist unterschiedlich. Manche sind an Privatleute verkauft worden, die drinnen wohnen. Die schauen dann meistens richtig schön aus. Manche sind billig an Privatleute verkauft worden, die das Gebäude abwohnen. So schauen dann auch die Gebäude aus.
Ja, und wieder andere werden von der Gemeinde als Warteräume betrieben. Und da muss man leider sagen, manche Leute verwechseln halt so einen Warteraum auch mit ihrem persönlichen Toilettenanlage oder Müllaufbewahrung. Ja, also auf Deutsch gesagt, sie benehmen sich wie die Sau. Und ich meine, so eine Gemeinde, die hat wahrscheinlich einen längeren Atem, als es ein Privatmann hätte. Aber irgendwann ist dann auch immer gut, weil ich glaube, als Gemeinde, wenn du zum 100. Mal Geld in die Renovierung von so einem Warteraum reingesteckt hast, dann kotzt es sich auch so an, dass du dir denkst, ja, leck mich doch am Arsch, dann halt eben nicht. Dann werden sie zugeschlossen, die Scheiben mit Brettern vernagelt und so schauen sie halt dann zum Teil auch aus. Also es ist zum einen ein gesamtgesellschaftliches Problem und zum anderen muss man halt auch die Zahl der Bahnhöfe sehen, die dann zum Teil echt noch der DB gehören. Jeder schreit, wenn die Fahrpreise erhöht werden. Keiner möchte die Fahrpreise bezahlen, aber dass über die Fahrpreise halt auch irgendwo die Infrastruktur bezahlt werden muss, das sieht derjenige, welche der dann schreit, halt auch nicht. So, ich wollte euch der Vollständigkeit halber nochmal die Ausfahrt Richtung Ochsenfurt-Ansbach aus dieser Perspektive her zeigen. Man sieht also, dort vorne gehen die Gleise wie in Y auseinander. Und jetzt wird auch klar, warum man vom linken Gleis, also vom Gleis 2, an dem ich stehe, nimmer nach rechts rüber ins Regelgleis kann. Und deswegen ist dort vorne dieses ZS6, dieser Gleiswechselanzeiger, als Formsignal mit dran verbaut. Und am Ausfahrsignal vom Gleis 3, also in der Mitte, da hängt unter dem Hauptsignalschirm unten drunter nochmal ein Anzeiger. Das ist das Lichtsignal ZS6, das aufleuchtet, wenn die Weiche zur Fahrt nach links ins Gegengleis liegt. Und dann habe ich, wie ich jetzt hier drüben stehe, gemerkt, dass ich euch vorhin Kappes erzählt habe. Denn dort steht eine 16, ein LF7 mit einer 16 drauf. Das sagt dem Lokführer, ab diesem Punkt darfst du 160 fahren. Und das LF7, was da drüben am Bahnsteigende uns den Rücken zudreht, also das, was jetzt in Bildmitte genau da ist, das ist ja die 14. Also das heißt, die Geschwindigkeitsrestriktion ist hier nicht zu Ende, wenn ich von Würzburg in Richtung Ansbach fahre, wie ich das vorhin gesagt habe, sondern die Geschwindigkeitsrestriktion beginnt. Hatte ich vorhin nicht gesehen gehabt, weil ich das LF6, also den Ankündiger für die 140, nicht gesehen hatte. Ist aber, glaube ich, in dem Zusammenhang, wo ich es gesagt habe, auch nicht wirklich relevant. Ja, das wollte ich noch sagen. Jetzt gehe ich nochmal ans andere Ende vom Bahnhof. Da ist auch gerade eine Durchfahrt in Richtung Würzburg gestellt worden. Ich glaube, die nehme ich noch mit. Und dann packe ich meine kalten Hände wieder ein und mache mich weiter. Weil den Winter habt ihr jetzt da ausreichend gesehen. Vielmehr den Winter nicht, aber da, wo er wohnt. So, ich höre schon Drehstromgeräusche aus der Richtung. Zumindest bilde ich mir sie ein. Hatte ich übrigens mal einen Lokführer gehabt, der bei mir, als ich damals Ausbilder für Lokführer gewesen bin, die Funktionsausbildung für die Baureihe 101 gemacht hat. Und das war dem seine erste Drehstromlokomotive damals. Der hatte vorher aus welchen Gründen auch immer noch keine Drehstromlok gehabt. Und der sagte zu Drehstrom, ach genau, der kam vom Nahverkehr, so war das gewesen. Und der ist vorher S-Bahn und Baureihe 143 und Baureihe 110 und 141 gefahren. Und der hatte noch keinen Drehstrom gehabt. Und der hat statt Drehstrom, weil ihm das Wort Drehstrom nicht eingefallen ist, mal Kreisverkehrsstrom gesagt. Fand ich so geil. Da haben wir uns alle weggeschmissen. So, was ich mir vorhin eingebildet hatte, was ein Drehstromgeräusch ist, das war definitiv keins, das war irgendwas anderes. Denn dieser 642 Desiro, der macht mit Sicherheit keine Drehstromgeräusche. So, und wo kommt der jetzt her und wo fährt der hin? Ich gehe davon aus, dass der von Steinach bei Rodenburg ob der Tauber kommt und dass der in Richtung Aschaffenburg fährt, beziehungsweise Richtung Schöllkrippen und dort in die Werkstatt geht. Und ich muss mich korrigieren,
Der kommt vielleicht von Steinach bei Rodenburg, ob der Tauber. Aber das ist auf jeden Fall mal der Schülerzug, der hier durchfährt. Der hat nämlich gerade mindestens 3 Schulklassen ausgespuckt. Und ist die Regionalbahn nach Würzburg. Na, ich habe jetzt gedacht, der fährt jetzt Richtung Schöllkrippen in die Werkstatt. Aber dem ist nicht so. Jetzt ist in Richtung Ansbach noch einmal eine Durchfahrt gestellt worden. Da vorne kommt der nächste Güterzug. Und ich werde jetzt gleich noch mal das Internet befragen, wann denn der Kugident-Express kommt, also der 2082-2083. Denn wenn der jetzt in den nächsten paar Minuten noch kommen würde, dann nehme ich den auf jeden Fall noch mit. Und ansonsten gehe ich noch mal davor, ein Stück in Richtung Ausfahrt Würzburg. Und dann mache ich mich weiter wie angekündigt. Oh, und das ist ein Zebra, ein Locomotion-Zebra, sehr cool. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob der in Richtung Italien über den Brenner unterwegs ist oder wo der hinfährt. Das ist halt immer das Blöde bei den Güterzügen, dass man es halt eindeutig festmachen kann. Man kann nur schätzen, welcher Güterzug das ist, aber hundertprozentig ist halt immer doof ohne Zugnummer und Zuglauf. So, die Ausfahrt in Richtung Würzburg. Dort rechts liegt viel Gleisschotter. Und dort sind Überreste von etwas, das mal eine Ladestraße gewesen sein könnte. Das Quertragwerk spricht auch dafür, dass hier noch Gleise mal lagen, also die Breite von dem Quertragwerk. Ansonsten sieht man dort vorne die Ausfahrsignale in Richtung Würzburg. Das ist wie an der Ausfahrt in Richtung Ansbach auch. Das durchgehende Hauptgleis kann nur ins durchgehende Hauptgleis weitergehen. Deswegen links das ZS6. Und aus dem Mittelgleis raus hat man die Möglichkeit, mit 60 km/h in beide Richtungen zu fahren. Auf der anderen Seite der Gleise steht ein Turmmast mit Abspanngewichten dran. Dort wird die Oberleitung für das Gleis 4 abgespannt. Und auf Höhe der Signale, ich zoome mal kurz etwas rein. Steht an dem Turmmast links von den Signalen ein Trafo auf dem Mast mit drauf dabei und oben ist ein Schalter drauf. Dieser Trafo ist der Abgriff für die Weichenheizung, für diese mindestens 3 Weichen, die dort vorne verbaut sind. Da nimmt man ganz einfach den Strom aus der Oberleitung, tut den runter transformieren und nimmt ihn zum Beheizen der Weichen, dass die im Winter nicht einfrieren. Das ist einfacher, als da eine extra Spannungsversorgung hinzulegen. Und jetzt zoome ich wieder raus. Und zeige euch mal, wie das Mähfranke, also das Mainfranken, in alle Richtungen ausschaut. Blick Richtung Ansbach, Ochsenfurt. Ja, und hinter den Bäumen, dort unten im Tal vor den Weinbergen, da fließt der Main von rechts nach links. Und dort ganz hinten aus der Ferne hört man, glaube ich, je nachdem wie der Wind steht, die Autobahn A3, die kreuzt dort in der Ferne in 3-4 Kilometern Entfernung, nämlich den Mäh, also den Main. Jetzt warte ich hier noch genau eine Zugfahrt ab. Ich hoffe, dass es was Gescheites ist. Nach dem Kugident habe ich geschaut. Der Nordfahrende wird in ungefähr einer Stunde hier durchkommen. So lange halte ich es hier nicht aus. Es ist nämlich nicht besonders kalt, aber der Wind ist scheiße kalt. Und ja, da ich ja eigentlich aus anderen Gründen da gewesen bin, habe ich keine Handschuhe und kein Nix dabei. Das heißt, ein Zug noch und dann kratzt der Alex hier die Kurve.
Hier neben den Gleisen stehen noch Materialkisten rum. Das sind solche Plättchen, die auf die Schwelle draufgelegt werden. So sehen die aus. Die liegen auf der Schwelle drauf. Und zwar unter dem Schienenfuß. Also wenn man jetzt so nach vorne zum Gleis schaut, liegt dieses Plättchen so unter dem Schienenfuß und der erhöhte Rand ist dafür da, dass das Netz seitlich links oder rechts verrutscht. Und das ist aus so einem Gummi-Plastik-Gedöns, soll die Vibrationen nach unten etwas abdämpfen. Und dann liegen da noch solche Plastikhülsen wie mit einem Gewinde drinnen, hier in Schwarz. Beim Nachbar nebendran in Gelb und in Schwarz. Und da sind auch diese Klemmbefestigungen, wie sie dort am Schienenfuß sind. Und das da bleibt übrig, wenn eine Schiene nachgibt und eine richtige Ecke rausbricht und man dann einen Schienenbruch hat. Dort im Quertragwerk hängen diese schwarz-gelb schraffierten Biene-Meier-Warntafeln, die denjenigen, der hier mit einem nicht schienengebundenen Fahrzeug unterwegs ist, darauf aufmerksam machen soll, dass halt oben was quer hängt. Und kennt ihr diese Sergio Leone-Western, diese Einstellungen, wo zum Beispiel eine Saloontür in rostigen Angeln im Wind quietscht? Oder wo von so einem Windrad das Wasser für so eine Viehtränke hochpumpt? Wo das im Wind quietscht. Also das so erinnert mich das, weil je nachdem wie hier der Wind durchgeht, quietschen diese Blechtäfelchen da oben an diesem Quertragwerk. Schon cool. Winterhausen, da wo der Winter daheim ist. Oder da wo Sergio Leone seine Anregungen hergenommen hat. Gerade anscheinend die Güterzugflaute. Jetzt, wo ich gesagt habe, ich warte noch genau einen Zug ab, nutze ich halt mal die Zeit und zeige euch noch mal diese alte Stützmauer, von der ich denke, dass sie mal die Laderampe, also so eine Seitenrampe, gestützt hat. Sieht aus, als ob da Muschelkalk verwendet worden wäre. Ja, und natürlich hat die Natur, also der Zahn der Zeit, viel mehr daran genagt. Und sieht man halt dann, dass das Ding nichts mehr gebraucht worden ist, dementsprechend nichts mehr in Stand gehalten wurde. Und dann zerbröselt es halt. So, da kommt nochmal ein Quietschi in Richtung Treuchtlingen. Ich habe vorhin, als ich hierher gelaufen bin, einen verpasst, der hinter der Lärmschutzwand durchgefahren ist. Dass da jetzt gleich nochmal ein Quietschi fährt, habe ich nicht erwartet. Nun gut. So, jetzt blinkt natürlich auch noch der Akku von der Kamera. Mein Wechselakku habe ich in der Tasche. Die Tasche liegt im Auto, weil ich eigentlich gar nicht gedacht habe, dass ich so viele Aufnahmen heute hier zusammenkriege. Also, das heißt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das wird die letzte Einstellung sein. Ich breche dann hier zusammen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal abonniert, kostet euch das nichts. Und wenn ihr zusätzlich noch auf die Glocke drauf drückt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung auf euer Smartphone, beziehungsweise wenn ihr euch bei YouTube einloggt. Sobald es was Neues bei mir im Kanal gibt, dann verpasst ihr nichts mehr. Fände ich total cool. Ja, und ansonsten, ich glaube, ich habe mich schon fürs Zuschauen bedankt. Auch egal. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Euer Alex E. Servus. So, der Quietschi ist um die Ecke. Die Fahrstraße ist aufgelöst. Nee, stimmt nicht ganz.
Signal ist auf Halt gefallen. Die Fahrstraße wird ja erst dann aufgelöst, wenn der Zug tatsächlich die einzelnen Fahrwegelemente wieder freigefahren hat. Also, Servus und danke, bis zum nächsten Mal. So, und um meinem Ruf gerecht zu werden, dass ich mich mindestens mehrmals verabscheue, hier nochmal eine VTG Retrack Vectron. Ich glaube, es ist auch die erste Vectron heute. Korrektur, zwei Vectronen mit einem Kesselzug in Richtung Ansbach. Ja, und da winken wir jetzt mal. Die 193817 und die 193815 Kätchen. Kätchen kennt ihr schon aus einem meiner Filme. Das war, als ich mal abends in Hanau gestanden habe. Und das werde ich euch oben rechts verlinken. Ja, und der Wagen, der Ermewa-Wagen, der da so farblich abweichend ist, der hat eine gescheite Flachstelle gehabt. Und das ist eure Aufgabe für die Kommentare. UN-Nummer 1547. Bitte Tante Google fragen oder Einsatzleiter Wiki, wen auch immer. Und ab damit unten in die Kommentare, dass meine Neugierde gestillt ist und ich Tante Google jetzt selber befragen muss. Jetzt kann es passieren, dass die Aufnahme endet, bevor der Güterzug um die Ecke ist. Ich habe schon extra nicht gezoomt, um dem Akku nicht noch mehr Strom zu entnehmen als unbedingt nötig, denn der Zoom-Motor braucht zusätzlich zur Aufnahme auch noch mal ein wenig Saft. Naja, vielleicht langt's. Also, wie gesagt, danke und Servus, euer Alex E.